Kostal, Plenticoins. Ist das eine Abzocke oder ist das eine geniale Idee? Das soll heute mal Thema des Videos sein und damit moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weißnichtswelt. Zu dem Hintergrund dieses Videos muss ich ein bisschen was sagen. Ich habe ja vor einer Zeit lang mal ein Video gemacht über den G3, das hatte ich genial genannt. Verlinke ich hier oben gerne mal eben, damit ihr wisst, um was es geht. Und darunter kamen wie immer oder wie oft bei Videos zum Thema Kostal-Wechselrichter irgendwie Leute, ja, Kostal veräppelt uns, ja, Kostal verarscht uns, Kostal zockt uns ab. Man muss ja, nachdem man den Wechselrichter gekauft hat, noch diese Hybridfunktionen freischalten und Sonderfunktionen freischalten und. Und das gleiche oder die gleichen Reaktionen gibt es öfter im Netz. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, Money for Nothing, wollte ich mal sagen, Money for Future, der Felix, ich grüße dich mal, Felix, hatte schon auch irgendwie ein Video zum G3 gemacht, da waren auch solche Sprüche drunter und oft gibt es dann auch die Zuschauer, die dann gleich schreiben, nee, pass auf, du bezahlst bei Kostal immer nur das, was du brauchst und deswegen ist das doch gerecht oder nicht gerecht. Und dann habe ich mir überlegt, man muss es einfach auch vielleicht mal ein bisschen, ja, beweisen, keine Ahnung, beziehungsweise ein bisschen nachprüfen, ob das jetzt Abzocke ist oder nicht. Denn ich meine, letztlich, ich sage mal, es ist keine Abzocke oder andere sagen das auch, aber die Frage ist ja, wie ist es denn jetzt wirklich? Und habe ich mir überlegt, ich wollte heute mal dieses Video machen und da mal so ein bisschen was zu erklären. Und zwar erstmal muss ich natürlich ein bisschen was zur Geschichte von Plenticoin erklären. Als Kostal den Plenticore auf den Markt gebracht, den Plenticore-Wechselrichter in der ersten Generation, habe ich ja auch einen von, hatten die sich überlegt, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt einen Hybridwechselrichter mit Batteriefunktion oder nicht? Damals war es ja so, sie hatten natürlich schon den Pico, aber also nicht Hybrid, aber sie haben halt überlegt, wie sie das am besten lösen und dann, es war noch nicht so wie heute, dass also jeder mit Akku gebaut hat. Als ich meine erste Anlage 2021, das ist ja auch erst 3 Jahre her, gebaut habe, war der Akku eigentlich noch reines Hobby. Ich habe ihn ja deswegen gebaut, weil ich ihn gefördert bekommen habe und andere haben auch ohne gebaut. Man hat Kostal sich überlegt, naja, aber 2 verschiedene Systeme laufen lassen, also verschiedene Größen Wechselrichter und dann auch noch mal mit und mal ohne Batteriefunktion, macht ja wenig Sinn. Ist natürlich auch produktionstechnisch recht teuer, wenn man entweder das Band immer stoppen muss, dann einen anderen Typ machen muss und dann muss man hier irgendwie auch jedem auf dem Band erstmal sagen, was heute gebaut wird. Und dann haben die sich gedacht, wir bauen halt einfach die Größen der Wechselrichter und dann mit der Batteriefunktion eingebaut, also mit dieser Möglichkeit, aber eben mit der Wahlmöglichkeit, ob ohne Batterie, also als Wechselrichter mit 3 MPPTs für 3 PV-Strings oder eben der dritte für die Batterie, also 2 MPPT und der dritte als Batteriestring. Und diesen Batteriestring kann man dann entsprechend freischalten mit einer Freischaltgebühr. So war das dann halt die Planung und das war ja vielleicht auch, ob es gut war oder nicht gut war, ist eine andere Frage. Kann ja jeder für sich entscheiden. Man konnte halt also eben auch eine Anlage bauen mit nur 2 Strings und die erst eine Zeit lang laufen lassen. Wenn man dann später noch einen Akku haben wollte, konnte man immer noch die Freischaltung machen. Irgendwann jetzt zur Einführung des G3 und zum neuen Kostal Solar Terminal hat man sich überlegt, naja, wir wollen ja Solateure, die sehr, sehr viele Kostal-Wechselrichter verbauen, vielleicht ein bisschen Rabatte einräumen bei diesem System und das ist sehr starr, wenn man immer den gleichen Preis für alles nimmt und dann hat man sich den Plenticoin einfallen lassen. Und der Plenticoin ist dann sozusagen eine Kostal-eigene digitale Währung. So kann man es ja irgendwie ausdrücken. Gut, ich möchte mal ganz kurz mal die Preisliste einblenden, wenn ich es denn jetzt finde. Moment, ja, hier ist sie. Das ist also zum Beispiel jetzt die Preisliste, was Produkterweiterung bei Kostal jetzt kosten. Also Batteriefunktion am Plenticore G3 einrichten kostet 3 Plenticoins. Am Plenticore Plus, also G1 und G2, nur einen. Übrigens wurde der bis vor kurzem, Werbeaktion, ja, die läuft, glaube ich, läuft jetzt aus, wurde der sogar noch wieder gut geschrieben hinterher. Also aktuell wären G1 oder G2 auf Batteriefunktion, dann hat man den Plenticoin sogar noch zurückgekommen, wenn man Installateur war. Batteriefunktion am Pico MP Plus, den gibt es auch noch, ist ein Plenticoin. Eine Leistungserweiterung am Plenticore G3 pro Stufe einen Plenticoin. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie ich, kriegt ja einen 8,5er Plenticore G3M. Wenn ich den jetzt auf 12,5 haben will, brauche ich also 2 zusätzliche Plenticoins, um den auf 12,5 kW zu haben. Und die Komfortfunktionen am Enektor, das ist also das Überschussladen und dass man die Batterie abschalten kann beim Laden und, kostet dann nochmal 2 Plenticoins. Ein Plenticoin wertmäßig immer so, ja, 120, 140, 130 Euro, je nachdem. Man kauft ihn hier beim Großhandel oder keine Ahnung, wenn wir den jetzt als Nutzer kaufen, kaufen wir den ja eventuell auch woanders ein, bei irgendeinem Händler oder so. Ist ein bisschen variabel, weil wie gesagt, das da immer daran liegt, in welcher Menge man die einkauft und natürlich auch über welchen Weg man die einkauft. Gut, das sind sozusagen die Erweiterungspreise. Okay, so das kann man jetzt schon fair oder unfair finden. Einige finden es halt unfair, weil sie haben ja den Wechselrichter schon gekauft. Das liegt auch oft natürlich daran, ein Marketingvorteil des Geräts ist natürlich, dass der erstmal relativ sehr günstig erscheint und erst durch die Plenticoins den normalen Preis bekommt. Und das ist natürlich marketingtechnisch sehr clever. Also da muss man Kostal schon mal einen Daumen hoch für geben. Beim neuen G3 ist es ja nochmal anders, weil der ja, wie gesagt, nicht nur diese Batteriefunktion hat über die Plenticoins, sondern auch noch die Leistungserweiterung. Das heißt, jeder dieser Wechselrichter kann in 3 Leistungsstufen, also S, M und L gibt es ja grundsätzlich, also 3 verschiedene. Und die können noch jeweils wieder in 3 verschiedenen Leistungsstufen sozusagen erworben bzw. aufgerüstet werden mit Hilfe der Plenticoins. Und das macht die Dinger halt unfassbar variabel. Obwohl man halt einfach nur 3 verschiedene Geräte herstellen muss, ist natürlich auch technisch sehr clever gelöst, muss man natürlich dazu sagen. Gut, ich möchte überlegen, ja, was machen wir jetzt, wie beweisen wir denn jetzt, oder fragen wir uns jetzt mal, ist das jetzt Abzocke oder nicht? Und da habe ich mir überlegt, ich mache einen Preisvergleich. Das ist ja eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Gut, also ein Preisvergleich. Dazu muss ich natürlich sagen, ja, was kann man denn vergleichen? Man könnte natürlich jetzt versuchen, den Wechselrichter mit allen möglichen Konkurrenten zu vergleichen. Man muss das natürlich aber auch ein bisschen sinnvoll tun. Und da habe ich mir dann überlegt, ich nehme hier, wie gesagt, die Preise von Kostal in den verschiedensten Versionen. Hier habe ich die Preise extra aufgeschrieben gegen Fronius, weil Fronius vom... von der Effizienz her ähnlich ist wie Kostal, also im gleichen Bereich spielt, qualitativ auch ähnlich zu sein scheint, das kann man immer schwer beurteilen, aber also der Fronius ist immer gefühlt etwas lauter, einige Modelle bei Fronius sind ja so ein bisschen die Rasenmäher unter den Wechselrichtern, ist ja mal so mein großer Scherz, einige sind halt doch wirklich laut, aber vom System her schon vergleichbar, also Preis-Leistung und ist da ähnlich. Und von daher, Fronius natürlich der erste Konkurrent gegen Kostal. SMA habe ich reingenommen, ist zwar nicht mehr so richtig ein deutsches Produkt, aber ja eigentlich ein chinesischer Lizenz hergestellt wird, also zumindest die Hybridwechselrichter. Aber SMA ist halt doch eine große deutsche Marke, wird noch gerne gekauft. SMA ist von der Effizienz im Hybridsystem natürlich nicht so gut wie Kostal und Fronius, aber trotzdem wollte ich SMA hier unbedingt mit reinnehmen. Und dann habe ich mir noch RCT dazu genommen, weil RCT auch deutsch und gleichzeitig natürlich von der Effizienz her wirklich genauso gut wie Kostal und Fronius oder sogar teilweise besser als Kostal und Fronius. Ich glaube, RCT ist sogar auf der Effizienzsieger, so muss man RCT hier natürlich auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Das sind die Hersteller, die ich jetzt hier berücksichtigen möchte. Also wie gesagt, ein von den Vieren zu nehmen, ist im Moment nicht so abwegig. Jetzt habe ich mal verglichen. Wie gesagt, das ist nicht so ganz einfach. Ich habe einfach den Kostal G3S, also die Kostal-Wechselrichter in ihren Möglichkeiten. Das ist also immer einmal ohne und einmal mit der Hybridfunktion und dann immer in den verschiedenen Leistungsklassen hier aufgeschrieben und die entsprechenden Preise. Die Preise kommen von einer Webseite. Ich meinte Photovoltaik4All hatte ich dafür genommen. Da habe ich die Preise von Kostal und Fronius her und ich glaube auch von SMA. RCT habe ich woanders gefunden. Ich finde die Seite aber nicht mehr wieder. Ich habe das jetzt vor ein paar Tagen schon vorbereitet und habe dann irgendwann mal die Seite weggeklickt. Ich habe dann woanders wieder Preise gefunden, die wieder ein bisschen anders waren. Ist sowieso so, das sind natürlich jetzt nur... ja, Preise von dieser einen Seite, von den Seiten, die ich jetzt genommen habe. Ich habe jetzt nicht den billigsten Preis überhaupt gesucht für jeden. Wenn ihr euch für irgendein Gerät interessiert, werdet ihr das sicherlich selber tun. Aber dann habe ich also so gesehen, hier wie gesagt, der S4KW, 1198 Euro kostet der auf der Seite. Vergleichbar wäre der 24 Standard. Das ist übrigens jetzt auch so bei Fronius. Die haben jetzt auch angefangen damit und der normale heißt dann Standard und der andere heißt dann Plus. Das heißt, auch hier ist eine Batteriefreischaltung dazwischen, ist tatsächlich so. Die machen das ein bisschen anders. Wahrscheinlich kriegt dann noch der Installateur dann den Code direkt oder so. Ich weiß nicht. Oder es wird, der Code liegt dann mit im Paket. Keine Ahnung, wie die das genau bei Fronius machen. Wer das weiß, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und der, wie gesagt, der ist ein ganz bisschen teurer als der Plenticore und der SMA Tripower 4.0. Wäre das bei SMA, der kostet 1136. Also ist ganz bisschen günstiger, hat aber natürlich keine Option, eine Batterie freizuschalten und hat auch nur 2 MPPT. Das heißt also, als man hat ja logischerweise beim Plenticore 3 und dann da aber da nur 2. Wenn man den Plenticore so nutzt, hätte man 3. Als Hybrid kostet der 1573 € und der entsprechende Fronius 1590, also ungefähr auf gleichem Niveau. Bei SMA gibt es keinen Hybridwechselrichter in der 4 kW Stufe und der RCT Power Storage kostet 1999. Gibt es auch irgendwo im Angebot ein bisschen billiger, habe ich zufällig jetzt heute nochmal gesehen, weil ich habe ja heute nochmal gesucht, die Seite, konnte die original nicht wiederfinden, habe ihn aber etwas billiger noch gesehen. Ist, wie gesagt, ist alles ein bisschen Geschmackssache. In der 5,5 kW kostet der 1323, da habe ich bei Fronius den 6er genommen, weil es keinen 5,5er gibt, der kostet 1434 und so könnt ihr im Prinzip überall durchgehen und es ist ungefähr so, wenn ich jetzt mal mitten reingehe, ich sage jetzt hier mal den M in 10 kW Hybrid, der kostet 2123 €, da ist Fronius dann doch schon ein bisschen sehr viel teurer in der 10 kW Klasse, dann nehmen die nämlich 2328 € und bei, Moment, jetzt habe ich irgendwo hier was versemselt. Genau, und da hatte ich hier gerade jetzt bei SMA den 10 kW, ich weiß gar nicht, wo der geblieben war, ich hatte den rausgesucht, weiß ich, das ist der STP 103SE 40 für 2268 €, also leicht über dem Preis des G3M 10 kW Hybrid von Kostal und RCT bietet für 2185 € an, ist also auch ganz leicht. Wie gesagt, das sind aber alles Preise, da würde ich mal sagen, Marktschwankung, man wird den RCT und günstiger, vielleicht findet man auch den SMA irgendwo günstiger, vielleicht findet man auch den Plenticore irgendwann günstiger. Ich habe hier übrigens für die Plenticoins immer 125 € angesetzt, weil diese Seite Photovoltaik4All bietet sozusagen die Plenticoins immer für 125 € an. Das heißt, man kann dann die Freischaltung da entsprechend direkt drüber kaufen und dann kriegt man es halt für 125 €, so ungefähr, um mal einen Preisvergleich zu haben. Und ich lasse die Tabelle, wie gesagt, habe ich jetzt hier noch ein bisschen stehen. Man kann auch ein bisschen gucken. Problematisch wird es natürlich dann bei den größeren Größen. Da ist kaum ein Vergleich mehr möglich, weil da gibt es halt nur noch die reinen Wechselrichter bei Fronius zum Beispiel. Also wenn man jetzt als einen nicht-hybriden Wechselrichter wirklich haben will, ist natürlich tatsächlich zum Beispiel der Fronius hier mit 17,5 kW doch ein bisschen günstiger als der Kostal Plenticore G3L. In der reinen Nicht-Hybrid-Funktion. Man hat aber eben bei dem System keine Option zum Aufrüsten und man hat auch nur 2 MPPTs. Das habe ich immer ohne Option und 2 MPPTs dahinter geschrieben. Es geht auch ja gar nicht, wie gesagt, um das Werten und man kann da ja auch jetzt hin und her denken. Es geht einfach nur darum, um zu sehen, es ist also nicht so, dass Kostal jetzt inklusive der Plenticoins deutlich teurer ist. Wo ist jetzt der große Vorteil des Systems? Das sieht man eigentlich an dieser Tabelle ganz schön. Mein RCT hat hier am wenigsten Geräte. Ich weiß nicht, ob die noch mehr hatten. Auf der Seite habe ich nur die 4 gefunden. Ob es noch mehr verschiedene gibt, weiß ich nicht. SMA hat auch hier deutlichere Lücken und natürlich im großen Bereich, also Hybridwechselrichter über 10 kW haben die gar nichts. Und Fronius glänzt da auch noch mit Abwesenheit. Aber bei Fronius ist wohl was in der Entwicklung, kommt wohl was, wurde mir so gesagt. Und ja, gut, soll wohl noch was in der Mache sein, haben da im Prinzip jetzt normale Wechselrichter. Und Problem dabei ist natürlich, dass dann bei einer Fronius-Installation immer erst ein, wahrscheinlich den Gen 2410 genommen wird und dann immer ein anderer danach mit zugebaut wird. Das kostet natürlich immer mehr als ein einzelner größerer Wechselrichter, zum Beispiel von Kostal. Man sieht aber eine Sache sehr, sehr schön. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 verschiedene Wechselrichter bei Kostal in 3 Kartons. Denn es ist ja nur ein G3S, ein G3M oder ein G3L. Und er ersetzt natürlich auch Speicherwechselrichter, was nochmal 9 Versionen möglich macht. Und das ist eben das Geniale an diesem System. Der Solateur braucht sich jetzt nicht 10, 12 verschiedene Geräte hinzulegen, wenn er immer lieferfähig sein will. Gut, im Moment ist es so, dass die Solateure gar nicht mehr so viel einlagern aktuell, weil im Moment gibt es ja alles in rauen Mengen. Dann ist das ja wieder so, noch vor ein, 2 Jahren, da war es ja vor einem Jahr, da war ja, oh Gott, wo kriegen wir die Sachen her? Und jetzt ist ja schon wieder egal, wir bestellen das dann immer just in time beim Großhändler, das wird dann fast direkt zur Baustelle geliefert. Aber wenn der, gibt trotzdem Solateure, mein Stammsolateur hat ja auch so ein kleines Lager und der legt sich dann halt ein paar Wechselrichter von jeder Sorte hin. Er braucht bei Kostal eigentlich nur 3 Kartons, beziehungsweise man kann natürlich mehr Kartons nehmen, und von jeder Sorte ein paar mehr, aber er braucht 3 Kartons, um 18 verschiedene Sachen darzustellen. Und das hat ist eben ein Riesenvorteil. Das ist nicht nur ein Vorteil für den Solateur, Lagerhaltung, und für den Großhändler, ebenfalls Lagerhaltung, in der ganzen Distribution. Das heißt, man muss ja diese Sachen auch immer alles braucht eine Nummer, alles muss bewegt werden, hat einen einzelnen Preis. Es ist schon durchaus vorteilhaft. Natürlich der größte Vorteil ist natürlich bei Kostal, ganz klar, man baut halt nur 3 verschiedene Geräte mit allen Sachen on board. Was ein bisschen natürlich vielleicht teurer ist, als wenn ich jetzt zum Beispiel, deswegen ist der 10er als Hybrid zum Beispiel etwas teurer bei Kostal als bei Fronius. Ohne Hybrid, also der 10er ohne Hybrid bei Kostal etwas teurer als bei Fronius. Aber man hat ja immer die Option, das dann freizuschalten und kann ja später immer kommen. Und man hat eben diesen Vorteil, dass man sagt, ich brauche nur 3 verschiedene Geräte zu bauen. Ich muss also nicht, wie gesagt, nicht ständig das Band anhalten und sagen, so, heute bauen wir den in der Größe, morgen bauen wir den in der anderen Größe und nochmal in der anderen Größe. Und auch bei Kostal ist natürlich dann das Lager kleiner, weil sie müssen ja nicht 18 verschiedene Geräte lagern, sondern sie lagern nur 3 verschiedene Geräte. Ist also logistisch natürlich auch viel, viel besser. Der Nachteil ist natürlich logischerweise, dass der Wechselrichter in der Grundversion mit aber den möglichen Updates natürlich etwas teurer herzustellen ist, weil man ja etwas andere Komponenten braucht, die etwas stärker sein müssen und natürlich minimalen Aufpreis kosten. Aber man nimmt es eben in Kauf und sagt sich, naja, es werden genug Leute auch die Batteriefunktion wollen, es werden genug Leute auch vielleicht das Update auf eine größere Leistung wollen, dass sich das über die Zeit alles rechnet. Ist halt einfach so und es ist vielleicht auch ökonomisch deutlich sinnvoller. Und deswegen denke ich mir, dass das keine Verarsche ist, also dass man das schon nicht als Verarsche oder sonst was titulieren darf, sondern einfach wirtschaftlich sinnvolles Denken oder ökonomisch sinnvolles Denken. Und ihr könnt ja gerne mal unter das Video schreiben, wie ihr das findet. Ich persönlich finde halt diese Vielzahl von Möglichkeiten, die Kostal bietet, gut. Wenn zum Beispiel jetzt einer irgendwie eine Anlage baut, die so, keine Ahnung, Ost-West 10 kW P hat oder so, nimmt sich dann so ein Kostal G3M und findet dann irgendwann nochmal raus, dass er vielleicht doch noch ein bisschen mehr Fläche belegen kann, kann er halt die entsprechend noch an den Wechselrichter anklemmen, weil der halt noch Reserven hat. Das ist immer, gerade wenn man diese Grundversion hat, diese kleineren Versionen hat, dann kann man natürlich immer noch was draufsatteln. Das ist natürlich schon ein Riesenvorteil, ne? Plus der Vorteil der späteren Batterie, wenn man jetzt erst ohne baut, aus Kostengründen oder weil man denkt, Batterien werden günstiger oder, ist das schon ein Riesenvorteil. Aber schreibt ihr mal drunter, was ihr davon haltet und oder ob ich da komplett schief gewickelt bin. Ihr wisst sowieso, ich persönlich, ne, ich bin ein Kostal-Fan, von daher ist das für mich sowieso alles gar keine Frage. Wer meine Videos öfter sehen will und nicht verpennen will, der sollte natürlich den Abonnierknopf drücken und die Glocke betätigen, dass er die Videos nicht verpasst. Und alle Kostal-Fans sollten ja sowieso meinen Kanal abonniert haben. Alle Nicht-Kostal-Fans auch, weil ich ja gesagt auch mal was über andere Wechselrichter. Und in diesem Sinne, ciao, ciao.